Hallöchen, ihr Lieben, es ist Dienstagnachmittag. Im Hintergrund reibt Isabel gerade einen Kürbis für Kürbiskuchen, den ich gleich backen will. Und ich setze jetzt den Teig für Brot an. Den Isabel und ich, wir hauen gleich ab. Wir fahren gleich kurz zu meiner Mama, um ein paar Hosen zu kürzen für uns beide, die wir jetzt letzte Woche gekauft haben. Die sind uns zu lang. Meine vor allem ist richtig zu lang. Ja, und meine Mama kann das am besten. Ich kann überhaupt nicht nähen. Ja, und wie gesagt, davor möchte ich den Boden für den Kürbiskuchen backen und Kürbisbrot ansetzen. Den Teig, damit er gehen kann. Und ich zeige euch einfach die ersten Schritte, bevor ich richtig mit dem Teig anfange, was ich jetzt gemacht habe. Also, hier habe ich 325 ml warme Milch, einen nicht ganz gehäuften Esslöffel Zucker und ein bisschen mehr als ein Päckchen Hefe, weil ich einfach nur eine angefangene Hefe schon da hatte, ne? Und die muss auch mal weg. Und jetzt lasse ich das Ganze gut verrührt, so 10 Minuten stehen, und danach zeige ich euch, was sich getan hat. Also das ist immer sehr interessant, wie Hefe arbeitet. Vor allem aber ist sehr wichtig, Hefe braucht zum Arbeiten Zucker und warme Milch, nicht zu heiß. Wenn die über 40 Grad drüber geht, tötet das die Hefe ab. So, jetzt lasse ich das erstmal stehen und kümmere mich um den Kuchenteig. So, ihr Lieben, die Hefe macht erstmal noch ein bisschen ihre Arbeit und wir schmeißen schon mal den Teig an für den Kürbiskuchen. Den, ja, wieder mal frei Schnauze. Ich habe mir da ein paar Rezepte angeguckt und überlegt, ja, was machst du jetzt? Ja, und wir machen jetzt Folgendes. Wir haben jetzt hier Sanella. Ich habe jetzt eine kleine Schüssel. Mal gucken, wie viel wir davon jetzt nehmen. Und zwar nehmen wir mal, das ist zu wenig. Ja, ich sag mal 100 Gramm. 100 Gramm Sanella reichen auf jeden Fall perfekt. Es sind wirklich, ich zeige es euch, da, genau 100 Gramm Sanella. Und die gebe ich jetzt einfach mal in die Rührschüssel rein. Und dann brauchen wir Eier und Zucker. Und ich überlege gerade, nehme ich jetzt braunen Zucker wieder? Jo, ich habe noch hier genügend braunen Zucker. Das muss auch verbraucht werden. Das steht ja da in der Packung. Mal gucken, wie viel. Bei den Waffeln habe ich letztens nämlich ein bisschen erhöht nachher den Zucker. Deswegen, brauner Zucker ist nicht ganz so süß wie weißer Zucker, habe ich festgestellt. Also, ich habe jetzt hier, ja, 250, 55 Gramm braunen Zucker. Habe ich jetzt reingetan. Vanillinzucker. Dann 3 Eier. Also im Hintergrund ist der Geschirrspüler im Gange und der Backofen heizt schon vor. So, 3 Eier. Und das Ganze lasse ich jetzt erstmal eine Runde rühren. Komm. Zack. So. Und dann gebe ich, ich weiß nicht, ich denke mal die Hälfte, also in einem Becher sind 200 Gramm. Wir nehmen mal 100 Gramm, also halben Becher Schmand. Oder doch im Ganzen. Wir nehmen mal Ganzen. Also 200 Gramm Schmand dazu. Danke, mein Schatz. Isabel hat mir gerade Blech gebracht. Die Form für den Kuchen. So. Und das rühren wir jetzt alles ordentlich um. Und in der Zwischenzeit haben wir jetzt eine andere Schüssel dahingestellt. Mal ein bisschen anders hinstellen. Und wir brauchen natürlich Mehl. Ich habe jetzt hier schon mal was drin. Ich denke mal so erstmal 250 Gramm. Okay, hier sind ein bisschen mehr.
gebe jetzt mal ein bisschen was weg. Ja. Und ein Päckchen Backpulver. Das ist jetzt eigentlich alles. Also der Teig ist eigentlich wirklich nichts Besonderes. Den mache ich bei ganz vielen Kuchen. Das ist ein ganz normaler Rührteig. Das ist so ein Grundteig. Aber ich mache ja jetzt einen Kürbiskuchen daraus. Ne? Das ist was anderes. Ich habe jetzt Mehl mit Backpulver vermischt und gebe das Ganze Löffel für Löffel erstmal rein in die Schüssel und lasse das Ganze rühren. Und dann gucken wir, ob wir noch was dazu nehmen müssen an Mehl oder umgekehrt was Flüssiges rein. Ja, wie immer, ich experimentiere und ich kann euch nur sagen, tut das auch. Es ist nichts Schlimmes, also einfach mal experimentieren. Ich gebe in den Teig jetzt noch ein bisschen gehackte Mandeln. Ich liebe sowas. Ein bisschen Crunch drin. Also wir haben jetzt hier 100 Gramm in dem Tütchen drin. Ich nehme mal 50 Gramm gehackte Mandeln dazu. Und dann habe ich hier ungefähr 300 Gramm Kürbis. Moment. Zack. Ausmachen den Teig jetzt mal. Also die Menge Mehl hat gereicht. Und jetzt kommt der Kürbis rein. Kürbis und ein Apfel. Da war so ein einsamer Apfel in der Schale, in der Obstschale drin. Den packen wir jetzt mit rein. Ja, und das Ganze jetzt langsam einrühren lassen. Und das war's dann eigentlich. Das ist jetzt alles an Teig. Aber wie ich so sehe, also es könnte sein, dass wir ein bisschen was Flüssiges brauchen werden jetzt oder auch nicht. Eigentlich nicht. Ich zeige euch gleich den Teig. So schaut es aus. Also ich glaube, das ist genau richtig. Genau. Das ist jetzt eingerührt. Und so schaut jetzt der Teig aus. Und ich bereite jetzt mal ganz schnell das Blech vor. So, das Blech ist fertig. Ich habe da jetzt eigentlich nur Backpapier drauf gemacht. Ihr könnt natürlich auch Butter oder Margarine drauf schmieren und mit Mehl ausstreuen, aber mit Backpapier ist das einfach schneller. Und jetzt packe ich den Teig rein und streiche ihn da drin glatt. Das werden dann so, ich denke mal, nachher Schnitte. Ich muss gucken, ob ich da jetzt noch Creme drauf mache. Ich denke auf jeden Fall. Aber dazwischen, ob ich Creme mache, das muss ich mir noch überlegen, wie der Teig nachher, wie der Kuchen aussieht. Einfach mal schön glatt streichen. Und ab damit in den Backofen. Ich denke mal 20, 25 Minuten bei 190 Grad ungefähr und dann am besten Stäbchenprobe machen. Und wir legen jetzt hier los mit Brot. Und zwar, zack, Schüssel ist drinnen. Moment, ich brauche noch ein paar Sachen. So ihr Lieben, es geht jetzt mit dem Brot weiter. Der Kuchen ist ja im Ofen und jetzt stelle ich das Brotteig an, damit es gehen kann, solange wir mit Isabel gleich unterwegs sind. Also, wir haben jetzt, wie ich schon sagte, ne, ihr könnt ja gucken, wie Schaum hochgestiegen ist. Solange wir den Kuchen angerührt haben, hat die Hefe schon ihre Arbeit getan. Das sind jetzt 325 Milliliter Milch mit einem Esslöffel Zucker und Trockenhefe. Eineinhalb Päckchen ungefähr. So, dann nehme ich einfach mal noch ein bisschen Wasser. Wartet mal, wo ist die Skala? Da. Nimm mal nicht ganz 150 Milliliter Wasser noch dazu. Also warmes Wasser. Kein heißes, kein kaltes, warmes Wasser.
Zack. Drin. Dann brauchen wir auf jeden Fall Salz. Und zwar, ja, Brot. Ne? Wir haben ja keinen Kuchen, wir brauchen jetzt Salz. Also, ich nehme mal so 2 Teelöffel Salz dazu. Und dann, was brauchen wir noch? Ein kleines bisschen Öl rein. Also 1,5, 2 maximal Esslöffel Öl habe ich jetzt reingetan. Und dann brauchen wir nur noch Mehl. Wir brauchen tatsächlich nur noch Mehl erstens. Wir nehmen mal, es wird gemischt. Ich nehme alles, was da ist an Mehl. Ich habe jetzt hier einen kleinen Rest Weizenmehl, also 60 Gramm. Habe ich noch mehr Weizenmehl? Nope, habe ich nicht. Also machen wir jetzt hier die Packung auf. Komm schon. Also das waren jetzt 50 Gramm. Also wir haben jetzt ungefähr 300 Gramm normales Weizenmehl. Das gebe ich rein. Dann habe ich hier Roggenmehl auf 0. Und wir gucken, wie viel Roggenmehl. Also 160 Gramm erstmal Roggenmehl. Wir müssen gucken, wie der Teig sich halt verhält. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel jetzt das wird. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Ich habe hier Weizen-Vollkornmehl. Und davon nehmen wir auch noch ein bisschen mit rein. Wie gesagt, ein Mischbrot. Ich gucke, wie viel das sind jetzt. 55. Ja, 100 Gramm Weizen-Vollkornmehl noch dazu. Und wenn es zu viel Mehl wird, dann geben wir einfach mal ein bisschen Flüssigkeit dazu noch. Ja, wir lassen jetzt das Ganze erstmal ein bisschen kneten. Ich wollte ja eigentlich noch Joghurt oder sowas mit reinnehmen. Jetzt nehme ich anstatt Joghurt ein bisschen Creme Légère. Hier ist eine halbe Packung. Das packe ich mit dazu. Das gibt so eine bestimmte Note dem Ganzen. Ich liebe sowas. Joghurtbrot oder Frischkäsebrot ist immer lecker. Also das ist jetzt vielleicht 1,5 Esslöffel Frischkäse, also Creme Légère. Mehr ist das nicht. Ja, das Ganze lasse ich jetzt erstmal ein bisschen verkneten und dann kommt Kürbis und ein bisschen Kürbiskerne. So, ich gebe jetzt 1 Handvoll Kürbiskerne, noch eine und noch eine. 3 Hände voll Kürbiskerne mit rein. Dann habe ich hier den Rest Haferflocken, extra zart steht drauf. Ich kann ja abwiegen, wie viel das jetzt insgesamt noch sind. Ich möchte unbedingt einfach mal das hier aufbrauchen, damit das mir nicht im Schrank rumsteht. Ja, das sind ein bisschen mehr als 100 Gramm, so 110 Gramm Haferflocken. Die landen auch mit dem Teig drin. Und dann Kürbis. Es sind irgendwas zwischen 400 und 450 Gramm Kürbis. Das ist Butternut. Den habe ich geschält und gerieben. Und jetzt wandert das Ganze einfach mal in den Teig rein. Einfach mal so Hand für Hand. Fertig. Kürbis ist drinnen. Ja, ihr Lieben, ihr merkt, in letzter Zeit ist ganz schön viel mit Kürbis hier los, weil einfach jetzt Kürbiszeit ist. Ich habe Kürbis aus dem Garten geerntet und bevor es mir schlecht wird, mache ich das einfach mal verkochen, verbacken, wie auch immer. Man muss halt gucken bei dem Teig und eventuell ein bisschen Mehl nachfüllen.
Ich gebe jetzt einfach mal noch 2 Esslöffel Vollkornmehl dazu. Das müsste reichen. Und lasse das Ganze noch ein paar Minuten kneten. Ich habe jetzt den Teig ungefähr 4 Minuten kneten lassen. Er sieht ziemlich flüssig aus, sage ich. Ne? Also er muss auch so sein. Ich denke mal, wird auf jeden Fall gut werden. Ich decke das Ganze jetzt mit einem sauberen Tuch ab und lasse es hier einfach mal bei Zimmertemperatur stehen. Es muss jetzt nicht unbedingt auf die Heizung oder so, es ist hier warm genug. Vor allem, weil der Backofen gerade an ist. Ja, solange Isabel und ich jetzt unterwegs sind, ich denke mal so 1,5–2 Stunden ungefähr, kann der Teig erstmal aufgehen. Die Jungs sind zu Hause, die werde ich dann anweisen, dass sie ab und zu mal gucken, dass er mir nicht abhaut. So, ich habe gerade Stäbchenprobe gemacht. Und der Kuchenboden ist fertig. So schaut es aus. Nach ungefähr 25 Minuten ist es fertig. Ich lasse ihn jetzt hier abkühlen. Hier ist noch ein bisschen Restkürbis. Ja, ich lasse jetzt den Kuchen abkühlen. Ich glaube, ich hole ihn einfach mal aus dem Blech raus. Genau, zack. Blech ist heiß und sauber, ich muss ihn nicht putzen und lasse jetzt hier einfach mal schön abkühlen. Und was ich damit mache nachher, zeige ich euch, wenn Isabel und ich wieder da sind. Jo. Wir ziehen uns jetzt um und düsen los zu meiner Mama. Also kochen muss ich heute nicht, ich habe noch Auflauf von gestern da, das passt. Den machen wir uns nachher einfach mal warm und vielleicht noch ein Salettchen dazu. Oh, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Das Brot ist super aufgegangen. Zwischendurch habe ich Christian eine Nachricht geschrieben. Er hat es zurückgeschubst und jetzt habe ich es in meine Ultra umgefüllt. Und ich heize gerade den Backofen vor. Wie immer, ne? Als erstes 10 Minuten so bei 230 Grad. Und dann kommt es runter auf 190 und dann dauert es vielleicht 30 Minuten noch, 35. Muss man gucken, je nachdem wie viel Brot man gemacht hat, eine Form oder zwei. Ne? Und das ist jetzt unser Brot. Ich schneide das jetzt nur ein bisschen noch an. Deckel wieder drauf und ab in den Backofen damit. Ja, ihr Lieben, und wie ihr sehen könnt, ich kam gerade nach Hause. Und was sehe ich? Der Kuchen wurde schon angeschnitten. Wer war das bloß? Ich sag's nur, ne? Etwas älter mit der Brille. Ja, er sagt, der Kuchen schmeckt gut. Aber ich möchte trotzdem den noch ein bisschen, ja, das eine Stück packen wir mal beiseite. Und aus dem Teil mache ich jetzt einfach mal Schnitte halt, ne? Also das wollte ich ja schon machen. Vorher und jetzt teile ich das einfach mal in 2 Hälften. Genau, das passt hier gut drauf. Einmal drehen wir das Ganze jetzt nochmal um. Zack. Ach ja, jetzt kann ich euch ja den Anschnitt sogar zeigen von dem Kuchen. Guckt euch das an. So sieht jetzt der Kürbiskuchen aus. Oh, der riecht richtig lecker. Ja, und jetzt kommt hier einfach mal, passt perfekt auf diesen Teller. Und als Creme mache ich als erstes in die Mitte Frischkäse. Ich habe jetzt Philadelphia bei Aldi gekauft. Ich denke mal, das reicht für das Innere, oder auch nicht. Noch ein bisschen mehr als eine Packung. Philadelphia Balance habe ich jetzt genommen. Ein bisschen mehr als eine Packung. Und Puderzucker. Mehr mache ich jetzt nicht drauf. Einfach mal Puderzucker. Das ist jetzt unsere Creme. Man kann natürlich noch Butter dazu nehmen, wer will. Muss man aber nicht. Ne? Gut verrühren
probieren, ob das süß genug ist. Ja. Wunderbar. Und jetzt packen wir einfach die Creme hier drauf. So, in die Mitte hat das super gereicht. Und jetzt etwas schief angeschnittene zweite Platte, weil mein Mann, ja, genau, ein bisschen schief geschnitten hat. Und obendrauf ist es auch euch überlassen, was ihr da jetzt haben wollt. Ob ihr jetzt auch wieder nur Frischkäse und Puderzucker macht oder Frischkäse und Karamellschorle macht. Also hier ist ja, ne, ihr könnt ja sehen, fast alle, also nehme ich jetzt noch ein bisschen von dem Frischkäse, den Rest rein. Und dann habe ich gekochtes Gushonka. Also Gushonka ist Milchmädchen oder Kondensmilch gekochte. Und davon gebe ich nicht alles. Ne? Also, ihr könnt ja sehen, in der Dose ist noch genug drin. Und nochmal vermischen. Mehr Zucker oder sowas brauchen wir jetzt nicht hier reinnehmen. Das reicht schon so. Ja, und solange wir hier jetzt den Kuchen fertig machen, gehen da hier 10 Minuten runter, wo das Brot bei 230 Grad drin ist. Dann kann man das auch gleich runter machen und die Eieruhr anstellen, weil ich ja nachher aus der Küche raus bin. Ja, und jetzt beschmalern wir den Kuchen von oben damit. Machen ein bisschen auf die Seiten auch was davon. Fertig! Also, was oben drauf angeht, ist es wirklich euch komplett selbst überlassen, was ihr machen wollt an Creme. Also ich habe jetzt das gemacht. Es geht natürlich auch in die Mitte zum Beispiel Marmelade, die ihr haben wollt. Pfirsichmarmelade würde gerne gut dazu passen, finde ich. Oder auch Apfelmarmelade. Das passt auch sehr gut in die Mitte. Apfelmus kann man mit reinnehmen. Also da ist wirklich Fantasie, absolut keine Grenzen gesetzt. Ja, und oben drüber kann man auch. Ich habe jetzt hier ein bisschen Haselnusskrokant. Davon verteile ich einfach mal ein bisschen was drauf. Ne? So sieht's aus. Das ist jetzt der Kürbiskuchen mit Apfel mit drin. Und ich finde, der kann sich sehen lassen. Das ist jetzt ohne Creme. Mmh, schmeckt auch ohne Creme total lecker. Nehmen wir mal jetzt so. Mmh. So. Ich drehe jetzt hier genau die Temperatur runter beim Brot. Und wenn es fertig ist, zeige ich euch natürlich das Ergebnis. Den Kuchen habt ihr jetzt gesehen. Abendessen haben wir schon gerade abgehandelt. Wir haben den Auflauf zu Ende aufgegessen, was ich gestern gemacht habe. Der ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Also ich kann es nur empfehlen, nachzumachen, wer mag. Ne? Den Auflauf, den Nudelauflauf mit Kürbis und Puttenfleisch ist super. Und man kann wirklich variieren, was man will. Also wie gesagt, man kann auch Fleisch anders machen. Man kann auch anderen Kürbis nehmen oder Zucchini. Ihr wisst ja, meine Rezepte, die sind auch wirklich sehr wandelbar. Ja, jetzt warten wir auf das Brot und dann melde ich mich zurück bei euch. So, ihr Lieben, ich musste mein Brot ein bisschen länger drin lassen, weil ihr ja gesehen habt, ne, die große Form, die war voll. Und da ist das, ne? Da ist das Brot. Ich habe jetzt schon die Kruste ein bisschen abgeschnitten. Hoppala, ist aber noch sehr heiß, ne? Also so sieht es aus. Wie gesagt, ihr müsst es gucken, anpassen an die Menge. Ich hätte das, denke ich, besser
aufteilen sollen auf zwei Formen, am besten zwei Kastenformen, dann wäre es auch schneller gegangen. Aber es ist ja alles gut geworden. Der Kuchen ist auch fertig, den habe ich euch gezeigt. Da müsst ihr auch selber gucken, was ihr drauf macht. Man kann auch nicht drauf machen. Der Kuchen an sich ist super saftig durch den Kürbis und auch durch den Apfel. Man braucht eigentlich auch nur Puderzucker drauf. Das reicht dann auch schon. Oder auch ohne, wie mein Mann, ne? Ein Teil vom Kuchen aufgefuttert, ohne irgendwas drauf zu haben. Er ist super lecker. Ich hoffe, ja, ihr macht es nach. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr sagt, wie es euch geschmeckt hat, wie es bei euch geklappt hat. Ja. An dieser Stelle ist dieses Video jetzt zu Ende. Ich werde mich jetzt an den PC setzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen. Wir mag natürlich. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben. Ach so, ich habe mich voll umgezogen.